Schon gut, es ist tot. Du musst Challa sein. Ist deine Tochter auch hier? Sie ist tot. Ich habe ihren Korb mit dem verdammten Raum dort hinten gesehen. Sind alle tot, ist das wahr? Alle? Ich habe nur zwei gesehen. Eine riesige Spinne und ein weiteres Monstrum mit Mäulern an Tentakeln sprang von ihrem Kopf herunter. Der vielarmige Tod ist das gewesen. Ich war in diesen Höhlen viele Jahre lang. Es sind diese fiesen Monster, diese Spinnen, denen ich in die Falle gegangen bin. Und sie haben mein Kleines umgebracht. Weißt du, seit wann die Spinnen in dieser Höhle sind? Die halten sich auch woanders auf, nicht bloß in dieser Höhle. Alle meine Mädchen wissen, dass sie sich hier keinesfalls aufhalten dürfen. Danke für eure Hilfe. Ohne euch wäre ich hier sicher verendet. Danke, aber ich möchte einfach nur heim. Hmm.
vergiftet. Tretet doch ein. Wir haben Händler da drüben, die euch und euren Mannen jeden Wunsch erfüllen. Oh, danke. Übrigens bin ich allein unterwegs. Wie ihr meint, aber euer Akzent verrät mir, dass sich ein paar Freunde von euch bei uns befinden, die sich gerade sehr gut unterhalten und stärken. Freunde? Ich habe keine Freunde. Ja, das ist es. Tolle Idee. Ich treffe meine Freunde, wir verwandeln uns in Echsen, trinken ein paar Bier und machen eine Sause. Oh. Verzeihung, ich spreche halt einfach mit jedem, den ich treffe. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Informationen über einen Fluch, den ich trage. Entschuldigt die Störung. Okay, bring den Bastard lieber wieder zurück. Oder ich ersteche mit seinem eigenen Ohren. Das tue ich. Oh. Ich war mir sicher, dass ich hier drin was finden würde. Lufa, ich habe gehört, dass du hier bist. Eben gerade hatte ich mir überlegt, ob ich vielleicht aufbrechen und mich auf die Suche nach dir begeben sollte. Ist mein Ansehen für dich so furchteinflößend, dass du mir ohne weiteres deine Kapitulation anbietest, ohne mich zum Kampf zu fordern? Bakata, warum folgt mir ein Talamari wie du in diesem entlegenen Land? Ich habe kein Verbrechen begangen und sicher gibt es für dich in Gladstone Wichtigeres zu tun. Dich festzunehmen ist nicht meine eigentliche Aufgabe. Ich bin in diesem südlichen Kontinent, um meine Herrin Dawn zu beschützen. Sie untersucht ein äußerst mystisches Phänomen, das vielleicht ganz Gladstone gefährden könnte. Sie ist vor ein paar Augenblicken aufgebrochen, um sich auf die Suche nach einigen Runen oder Schriften oder etwas Ähnlichem zu machen. Dawn ist hier? Wo? Vielleicht kann sie mir helfen, das Geheimnis meines Fluchs zu lüften. Entschuldige, aber meine Herrin ist viel beschäftigt und deswegen glaube ich kaum, dass sie Zeit für dein kleines Problem erübrigen kann. Wohlan, dann streck mal deine Arme aus. Du willst mich fesseln? Hör mich an, das Drarakel hat mir geweissagt, dass ich die Lösung meines Problems hier bei den Katzenmenschen finde. Gib mir zumindest etwas mehr Zeit, um weitere Nachforschungen anzustellen. Weißt du, Luther, ich glaube, es wäre etwas mühsam, dich ständig im Auge zu behalten, während ich mich um meine anderen Pflichten kümmere. Gib mir dein Ehrenwort, mich an der Brücke, die über den Fluss Bane führt, zu treffen. Dann verspreche ich dir, dass ich dich nicht fesseln werde.
Ich brauche für meine Aufträge noch ein paar Stunden. Du lässt mich gehen? Aber erst, nachdem du mir geschworen hast, mich bei der Brücke zu treffen, wenn du deine Antworten gefunden hast. Worauf ich nach wie vor bestehe, ist, dass wir beide gemeinsam nach Gladstone zurückkehren. Oh. Interessant. Wirklich interessant. Kennen wir uns nicht irgendwoher? Wart ihr nicht auf Mauris Party letzten Monat? Was zur... Ich schätze, ich gehe dann besser mal. Und vergiss nicht, wir treffen uns an der Brücke. Hingemurkster Kram. Aber woher wissen wir denn, was für Bilder aufgenommen werden, wenn wir es nicht steuern können? Genau das ist ja der Punkt. Dies ist ein historisches Projekt, nicht plumpe Unterhaltung. Gerade in diesem Moment schreibt unser Herrscher die Runen neu, um vorzutäuschen, dass dieser Krieg nie stattgefunden hat. Wenn wir diese sprechenden Steine gleichmäßig im Land verteilen, zeichnen sie den Verlauf der Geschichte akkurat auf. Bitte passt auf, dass ihr den Timerknopf nicht drückt. Diesen hier? Oh. Moment, bitte. So. Hervorragend. Ich habe nach einem Meister des Mystischen unter den Hulinen gesucht. Sehr schmeichelhaft. Ich bin Rashar. Stets zu Diensten. Ich heiße Luther. Ich komme aus Gladstone. Ich bin verflucht worden. Eine recht lästige Angelegenheit. Und mir wurde gesagt, ihr könntet mir helfen. Gladstone? Oh, ich hoffe um euretwillen, euer Problem hat nichts mit den Nachforschungen eurer Landesgenossin zu tun. Landesgenosse? Die Mystikerin Dorn war erst vor knapp einer Stunde hier. Aber sie ist auf der Suche nach Geheimnissen über die Magie der Ahnen. Und leider habe ich so gar keinen Zugang zu dieser muffigen Welt. Ich hörte, euer Volk habe das Wissen, wie man uralte Flüche aufheben kann. Euer Ratgeber hat vielleicht das Kloster gemeint. Da sind ein paar Mönche, die befassen sich ein wenig mit unserer Geschichte. Nun ja, ich trage einen Fluch aus der Magie eurer Ahnen. Was? Ihr? Davon würde ich mich gern selbst überzeugen. Ich habe hier ein Gerät, das ein wenig davon abzieht. Oh, das macht nichts. Steht jetzt nur einen Moment still. Was zur Hölle? Was? Oh, das ist wundervoll. Bitte, was hätte ich denn da, an dem ihr interessiert wärt? Salben? Ein Feuerstab? Oh,
Dies kleine bisschen Magie unserer Ahnen ist besser als eine Sphäre der Macht. Ungewöhnlich. Ah. Wie seltsam. Bitte, ich habe zu arbeiten. Ich muss jetzt gehen. Sehr schön. Ich habe auch noch einiges zu erledigen. Ihr beehrt mich schon wieder? Hallo. Ich glaube kaum, dass er das vermissen wird. Eifer des Gefechts. Immerhin hat er gesagt, er sei mir sehr dankbar. Was zur... Na, der hat ja mal ein Vertrauen in die Welt. Feuerkristall. Eifer des Gefechts. Halt, Sterblicher! Wer wünscht eine Audienz bei Anja, seiner kosmischen Lordschaft und Herrscher über den faszinierenden Dschungel der Hulinen? Oh, wow, ich hatte ja keine Ahnung. Erlaubt euch keinen Hohn! Ich wiederhole, wer wünscht eine Audienz bei Anja? Luther. Ich bin Luther aus Gladstone. Ich habe die vermisste Frau gefunden. Schala hat doch sicher von mir erzählt. Ah, ihr wollt es also auch gewesen sein. Wir hatten angenommen, es war der stämmige Gefährte, der im Lokal sitzt. Und es ist weit wahrscheinlicher, dass dieser Gladstoner Schala gerettet hat. Willkommen, willkommen in meiner Welt. Ich hoffe, ihr werdet gut behandelt. Wir Hulinen haben eine lange Tradition, was Gastfreundschaft angeht. Die Geschichte der Hulinen ist wirklich faszinierend. Welchen Anteil haben diese Spinnen an ihr? Und ich bin über alle Maßen stolz darauf, die wundervolle Verantwortung für die Fortführung unserer schönen Tradition zu tragen. Habt ihr schon unser heiliges Kloster besuchen können? Die Spinnen, die ich gesehen habe, waren... Wohlan, dann viel Glück und, viel Glück! Sagt, macht ihr euch gar keine Gedanken wegen dieser Spinnen in der Höhle? Ich hörte, sie beginnen in manchen Gegenden an die Oberfläche zu kommen. Die Hulinen erweitern die Geschichten über den vielarmigen Tod schon seit Jahren. Der prächtige Kelsrick, Leiter meiner Wache, wird mir schon sagen, wenn eine wirkliche Gefahr für unser Dorf besteht. Ich habe ein paar Untertanen, die neigen leicht zu Übertreibungen. Aber... Ich wünsche euch alles Gute. Und, viel Glück!
Luther! Hatten die Wachen dich nicht in den Höhlen gefangen genommen? Ich bin entkommen. Ich habe keine echten Verbrechen begangen. Dieser Geron ist solch ein... Spar dir deine Worte. Ich bin kein Bewunderer von Geron, nie gewesen. Hast du von dem Fluch gehört, den ich von meiner Mutter habe? Ist es wahr? Du verwandelst dich in Monstren? Ja, in ein großes Dings und eine Echse. Bis jetzt. Kannst du mir helfen? Tja, das ist wirklich ungünstig. Ich würde dir liebend gern helfen, aber ich habe dieses andere Gladstone-Projekt im Moment. Wieso bittest du nicht Bruder Julian um Hilfe? Okay, aber wenn du zufällig auf etwas stößt, denkst du dann an mich? Das werde ich, verlass dich drauf. Ich war mir sicher, dass ich hier drin was finden würde. Luther, pass auf dich auf. Danke. Viel Glück, was dein Projekt angeht. Entschuldigt bitte die Störung. Ich benötige eure Hilfe. Ich trage einen Fluch aus der Magie der Ahnen. Daran zweifle ich, mein Sohn. Aber sag mir, welche Fabel von unendlicher Herrlichkeit hat dich hierher geführt? In dem Land, aus dem ich komme, hat mir das Orakel, das wir Drarakel nennen, geweissagt. Das Drarakel hat dich hierher geschickt? Das Drarakel? Gewaltiger Kerl, Hörner, rote Haut? Das ist er. Dann wisst ihr, wie ich den Fluch loswerden kann? Bitte sagt es mir. Oh, mein Sohn, nein. Ich könnte dir nichts über eine genaue Heilmethode sagen, ohne ausführliche Studien. Und selbst das geht auch nur mit Hilfe einer Deutung der Runen. Aber ihr könntet es tun. Die Runen lesen und die Bücher und all das. Du hast nicht verstanden. Die Runen sind in den Höhlen. Sie sind zwar winzig klein, aber sie entschlüsseln alle Schriftzeichen der Ahnen. Ich kann deinen Fluch nicht gründlich untersuchen, ohne nicht wenigstens einen Abdruck der Runen zu haben. Ihr braucht die Runen aus der Höhle? Das wäre gut, ja. Genauer gesagt, ich wäre entzückt. Unser letzter Wachsabdruck ist vor Jahren geschmolzen. Es war für uns nicht möglich, einen neuen zu kriegen. Ein Monstrum haust jetzt dort, das vielarmiger Tod genannt wird. Ich werde euch einen Abdruck besorgen, darauf könnt ihr euch verlassen. Hier, ich schenke dir diesen Glücksbringer. Er wird dir helfen, den alten Fahrstuhl zu öffnen. Vielen Dank, ihr habt mir neue Hoffnung gegeben. Nichts anderes brauche ich von dir als deine Tapferkeit. Und natürlich den Abdruck dieser Runen. Viel Glück mit dieser Kreatur. Ich bete für deine unbeschadete Rückkehr. Hast du etwa die Runen schon gefunden? Noch nicht. Sie zu finden hat sich als recht schwierig erwiesen. Ihr Mönche könnt euch doch sicher an irgendetwas erinnern, das mir helfen könnte. Selbstverständlich ist die Suche nicht einfach. Der Staub von Jahrtausenden verbirgt die Zeugnisse uralter Geschichte. Aber von Erinnerungen allein solltest du dich nicht leiten lassen. Wir brauchen das Wissen dieser uralten Artefakte, um dir gezielt helfen zu können. Danke nochmal. Sei nicht betrübt. Ich weiß, du kannst es schaffen, wenn du es versuchst. Es ist immer am dunkelsten kurz vor Sonnenaufgang. Ja, genau. Vielen schönen Dank. Wo sind wir denn hier? Im Land barmherziger Binsenweisheiten? Thank you.
Passwort? Pelzknäuel? Mein Freund ist nicht mehr hier? Er ist kurze Zeit nach euch gegangen, Sire. Oh, na wenn das so ist... Heute scheint nicht sehr viel los zu sein. Nein. Also, trinkst du etwas mit mir? Oh, also... Nein, warum gerade jetzt? Warum sollte man hier flüstern? Die Lage ist anders, als man sie vermutet. Anja muss vernichtet werden. Er hortet zu manchem Schatz. Wie bitte? Ich kann dir nicht folgen. Oh! Käme ich da doch bloß ran. Oh. Psst. Psst. Hä? Warum sollte man hier flüstern? Die Lage ist anders, als man sie vermutet. Anja muss vernichtet werden. Er hortet zu manchem Schatz. Wie bitte? Ich kann dir nicht folgen. Gut, ich kann's nicht leiden, wenn er mir folgt. Und merkt dir Folgendes. Das Passwort ist Ant-Man. Komm schon, in Wirklichkeit ist das Passwort Weichbirne.
Passwort? Ankman? Ich bin Luther aus... Ach, egal. Oh, Verzeihung, ich dachte, dies sei ein Geschäft. Ich möchte meine Vorräte auffrischen. Bitte, nur die Ruhe. Trotz des offensichtlichen Mangels an Regalen, seid versichert, ihr seid in einem richtigen Geschäft. Sagt mir, welche Vorräte benötigt ihr? Antiquitäten? Geschmeide? Ich bin, ein Händler. Ich kann euch alles besorgen, was ihr wollt. Verstehe, du bist ein Geschäftsmann. Wohlan, könntest du mir dieses herrliche Schwert von Kitjara besorgen? Sie verlangt dafür einfach zu viel, aber mir läge eine Menge daran, es zu besitzen. Oh, das mächtige Schwert Feuersturm. Ihr seid nicht gerade arm, habe ich recht? Nur das Beste kommt für euch in Frage. Ich fürchte aber, mein Preis für das Schwert wird euch vielleicht ein bisschen zu hoch erscheinen. So? Nenn deinen Preis. Es war das Schwert von General Velka. Kitjara bewacht ihre Schätze sorgfältig. Die Beschaffung des Schwertes wäre sicher recht aufwendig und sie wäre mit einer Menge Schwierigkeiten verbunden. Ich nahm nicht an, dass die Preisverhandlung so entnervend sein würde. Och, der Preis, das ist einfach. Tötet Kelsrick für mich. Und ich besorge euch das Schwert. Kelsrick? Töten? Die Leibwache des Dorfältesten? Warum? Ich mag ihn einfach nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Das soll euch als Grund genügen. Nächstes Mal vielleicht. Hier, nehmt das tödliche Gift. Ja, es ist gut für Katzen. Was zur... Ich würde ihn nicht ärgerlich machen. Bis dann, Luther! Ich denke, wir werden gute Freunde. Thank you.